Hallo und herzlich willkommen zur 19. Etappe der Tour de France. Heute geht es von Montmélian nach Saint-Gervais-Mont-Blanc. Also, ich denke mal, das spricht schon für sich. Heute kaufen wir uns einen neuen Füller. Nein, Quatsch, geht nicht um die Mont-Blanc-Füller. Heute fahren wir wirklich nicht komplett den Mont-Blanc hoch, das wäre eher unmöglich. Aber es geht durchaus steil hoch. Gerade hier, wir schauen uns mal die einzelnen Berge an. Wir machen gerade erstmal die Taktik, damit die Jungs so ein bisschen vor sich hinrödeln können. Also, Tom Dumoulin plus 3. Warren Barguil auch plus 3, immerhin eine plus 1. Für seine Bergfähigkeit, vor allem die Ausdauerfähigkeit, ist nochmal erhöht. Alles richtig gut für den Tag. Deswegen sagen wir mal Geschke. Also wir machen erstmal, ne, wir nehmen mal nur die vier Fahrer raus, die wir auch tatsächlich brauchen. Der Rest kann tatsächlich eigentlich automatisch unterwegs sein. Dann schauen wir, dass Geschke sich wieder um Dumoulin kümmert. Die üblichen Verdächtigen und Laurens den Damm für Warren Barguil fährt. Jetzt hoffentlich dann auch ihre Position halten. Hier vorne fahren wäre eigentlich ganz nett. Warren Barguil ist hier schon. Häng dich mal an den Vöckler dran. Und John Degenkolb kriegt noch den guten Herrn Sinkeldamm an die Seite. Degenkolb heute mit einer plus 4. Oh, die Sprintwertung ist eigentlich relativ gleich. Ist ein bisschen zu steil für ihn jetzt gerade, oder? Oder gilt das als Hügel? Komm. Es gibt eh nicht mehr viel, was man hier machen kann. Mit John Degenkolb. Hinterherfahren tut jetzt erstmal keiner. Toni Martin versucht es wieder, natürlich auch, weil er das Bergtrikot haben möchte. Das wird mit John Degenkolb eher schwierig. Versuchen hier mal dran zu bleiben. So, der Berg heißt Gruppenkooperation E3. Das ist ein sehr bekannter Berg auch in Frankreich. Das ist einer der bekanntesten Tourberge überhaupt. So, wer ist denn da vorne? Aru, Pinot, Mollema, Moana, alter Schwede, was ist denn hier los? Und wir gehen hier mit John Degenkolb hinterher. Vielleicht können wir der Abfahrt aber wieder was aufholen. Ach krass, wir waren sogar fast dran. So, die werden natürlich auch nicht allzu schnell fahren. Komm, häng dich dran und dann sagen wir erstmal ausruhen. Ich gebe ihm jetzt gerade mal das Energiegel. Wir brauchen John Degenkolb danach ohnehin nicht mehr. Natürlich verbrauchen wir jetzt gerade extrem viel Energie nur für die Sprintwertung, aber ich möchte es mal ein bisschen interessanter machen. John Degenkolb wird schon noch rechtzeitig ins Ziel kommen. Hier passiert nicht wirklich viel. Das weiße Trikot haben wir sehr fest auf unseren Schultern. Geschke für Dumoulin. Und wo haben wir den Laurens? Der Laurens kämpft gerade noch. John Degenkolb kämpft auch. Allerdings ist auch gleich der kleine Gipfel hier erreicht, der allerdings gar nicht als Bergwertung hier ausgewählt ist. Hätte man ruhig eine draus machen können. Ich würde auch gerne mal wissen, wie der Berg heißt, aber gut, das wollten wir sowieso gerade mal machen. So, der Berg der ersten Kategorie, Col de la Fourclatz de Montmain. Aha, also fahren wir den Fourclatz nochmal hoch. Das war dann beim ersten Mal schon so schön. Und dann gibt es natürlich noch den Col de la Fourclatz de Quèche. Das ist ja ein Traum. Und den Monté de Bissan. Und dann geht's hoch nach Saint-Gervais-Mont-Blanc. Und hier haben wir uns jetzt gerade etwas platt gefahren. So, jetzt kann man sich hier ein bisschen ausruhen und dann versuchen wir gleich die Sprintwertung zu holen. Man sieht schon, was für brutale Regenerationswerte John Degenkolb hat, was gar nicht stimmt. Er hat nur eine 67. Aber er hat trotzdem sehr schnell regeneriert. Wurmastorf gerne automatisch fahren. Wieso war der nicht automatisch? Und Sinkeldamm auch für den Tag. Kann machen, was er will. Breitler ist zum Glück noch hier vorne dabei. Den haben wir relativ selten genommen. Aber die Fitness und so weiter war auch nicht so tipptopp. Sollten wir natürlich schauen, dass John Degenkolb nicht die Sprintwertung verpasst. Das wäre jetzt natürlich die Krönung des Ganzen. Haben, denke ich mal, ganz gute Bergpartner hier mit dabei, mit Toni Martin, Moana, Pinot, Mollema. Das sind ganz nette Fahrer, die aber hier auch schon relativ große Rückstände haben. Für Warren Barguil ist das schwierig. Hier sind zwei Fahrer dabei, die ihm noch gefährlich werden könnten. Mit John Degenkolb werden wir hier natürlich überhaupt keine Führungsarbeit machen. Wir wollen nur die Sprintpunkte haben. Danach, na, after me the Sintflut, würde ich mal sagen. So, jetzt sind es noch rund 4,5 Kilometer. Ich mach mal ganz kurz Tempo. Ich glaube nicht, dass Pinot jetzt wirklich die Sprintpunkte haben möchte. Ansonsten zucken wir halt nochmal kurz raus, aber ich würde sagen, wir müssen gar nicht wirklich sprinten. Wehe.
Nee. Gut, Feierabend. Jetzt die Füße vorne auf die Stange. Und dann erstmal schön ein Liedchen pfeifen und die Stöpsel ins Ohr. So, das lief doch schon mal ganz gut. Etappe ist auch sehr schön animiert, wie man hier sieht. Ein bisschen Wasser ist immer schön. Und dann haben wir quasi das grüne Trikot, ich glaube, schon fast gewonnen. Da kann ja keiner mehr rankommen an uns. Jetzt geht's hier in den nächsten Berg rein und das ist dann auch jetzt wurscht mit John Degenkolb. Wir lassen die jetzt fahren. Das Hauptfeld ist eh gleich wieder da. Ist auch ganz gut so, dass das Tempo hinten nicht ganz so langsam ist, weil, wie gesagt, da auch einige Gegner für uns drin sind. Die Tagesform ist gut, die Ausdauerwerte sind gut bei unseren Jungs, bei Tom Dümmler ohnehin, aber heute nochmal deutlich einen obendrauf. Und dann sehen wir auch schon Johnny, wie er gleich eingeholt wird. Es sind nur noch 92 Fahrer dabei. Durchaus interessant, interessanter Etappenverlauf. Ich mache das gerade mal so, dann sehen wir, John Degenkolb wird jetzt wahrscheinlich durchgereicht werden. Können wir dann jetzt auch auf automatisch stellen, da kann er dann machen, was er will. Er muss jetzt gar nicht versuchen, hier in der Gruppe zu bleiben, sondern einfach nur, dass er im Zeitklassement bleibt, das wäre wichtig. So, nur noch 54 Fahrer dabei. Allerdings wird er gleich nochmal eine Lücke reißen, also ein sehr schnelles Anfangstempo, was natürlich dem geschuldet ist, dass da vorne in der Ausreißergruppe so richtig gute Jungs mit dabei sind. Da sehen wir jetzt zum Beispiel auch Vöckler, der Probleme hat. Wenn wir mal nach vorne scrollen. Und dann machen die Sky-Jungs Tempo. Also Vöckler rausgefallen aus der Gruppe. Steven Cummings ist schon raus. Dann Moana hat Probleme. Aru ist noch vorne in der Gruppe mit dabei, hat allerdings auch schon Probleme. Jetzt fällt auch Tony Martin raus, der eine sehr gute Rundfahrt bislang macht. Also zumindest bei uns. Da fährt Aru jetzt an ihm vorbei. Pinot und Mollema sind die stärksten. Aru versucht jetzt wieder hinzufahren. Schon sehr interessant. Da ist jetzt A1. Ist da eine Lücke gerissen zum gelben Trikot? Tatsache. Aber das wäre eher sinnfrei, dort jetzt wegzufahren. Das war eher, weil keiner die Lücke geschlossen hat. Kurzfristig zumindest. So, jetzt gibt es erstmal wieder ein längeres Flachstück. Wir müssen natürlich auch schauen, dass wir ins Wasser holen. Beziehungsweise Wasser bringen lassen. Geschke ist leider schon rausgefallen. Laurens ten Dam sieht auch nicht mehr super aus. Ich glaube nicht, dass er noch groß Wasser holen kann. Es gibt jetzt eine Abfahrt. Vielleicht kommt er da nochmal nach vorne. Ansonsten müssten wir echt Tom Dümmler zum Wasser holen schicken. Aber mal schauen, ten Dam könnte das auf der Abfahrt zumindest nochmal machen. Es sind nur noch 33 Fahrer dabei. Bei Laurens ten Dam ist auch blöd, dass die Fitness so weit runtergegangen ist. Das war generell unser Untergang. Mit einer besseren Fitness hätten wir vielleicht sogar ganz vorne mitfahren können, wenn man vor allem schaut. Warren Barguil ist in Anführungszeichen nur 5 Minuten 27 hinten. Ich glaube, in der Realität ist er fast eine halbe Stunde auf Platz 20. Ja, ich bin ja gerade dabei. Laurens ten Dam kommt ja. Komm, Junge, gib nochmal alles. Na, komm schon. Ja, ja. Ach, scheiße, jetzt fällt er zurück. Natürlich auch unseren Fahrern sagen, dass sie sich mal zurückfallen lassen sollen, aber dann können wir sie auch gleich Wasser holen schicken. So, hat gereicht. Super. Laurens ten Dam wieder vor Warren Barguil. Tom Dümmler fährt jetzt erstmal frei durch die Pampa. Geschke hat noch kein Wasser, aber der kann sich jetzt auch mal eins holen. Geht auch sofort, wenn man auf automatisch drückt anscheinend. Zauberwasser. Das trinken die ja sowieso alle. Gut, noch 33 Fahrer in dieser Gruppe. Wir schauen mal, ob wichtige Fahrer schon rausgefallen sind, beziehungsweise einen schlechten Tag haben. Jean Nesson haben wir hier. Peter Sagan, gut, der hat heute eher mal frei. Nieve ist schon raus. Viermos, der 18. der Gesamtwertung. Aber an sich, Vöckler hat nicht gereicht mit der Ausreißergruppe. Da haben wir Geschke. Ich denke mal, John Degenkolb ist jetzt auch noch nicht so weit zurückgefallen. Der hängt sich jetzt hier mit Breitler in dieser Gruppe noch mit rein. Breitler ist eine große Enttäuschung, überhaupt keine Hilfe bislang eigentlich gewesen. Und dann geht es jetzt in den nächsten vor Klatzenberg rein. Und schauen, 2 Minuten 21 für 4 Ausreißer vorne, die sich jetzt auch wieder zusammengefunden haben in der Ebene. Gerade Tony Martin macht natürlich dort eine sehr gute Figur mit dem 82er Wert. Fabio Aru, Mollema und Pinot eine sehr starke Gruppe. Vier richtig gute Fahrer. Hinten macht Injao weiter in die Nachführarbeit. Wir halten uns weiterhin zurück.
Geschke hat's gebröselt. Aber sieht okay aus. Wie gesagt, wir halten uns weiterhin vornehm zurück an den Anstiegen, machen natürlich nichts für die Führungsarbeit. Baggi, Dümmler sind unsere Trumpfkarten. Wir versuchen so lange wie möglich dran zu bleiben. Die Fitnesswerte sind nicht optimal. Jetzt wird vorne das Tempo nochmal etwas erhöht. Aber selbst wenn wir jetzt hier ein bisschen weiter hinten fahren, ist das nicht schlimm. Laurence Tindam hat wieder Probleme. Wird wahrscheinlich jetzt auch gleich hinten rausfallen. Und den Ohr-Kategorieberg werden wir uns dann gleich mal ganz langsam anschauen. So, selbst wenn da jetzt eine kleine Lücke entstehen sollte, sollten wir das wieder zufahren können. Baggi ein bisschen gelben Balken verloren, genauso wie Dümmler. Deswegen blinken jetzt auch die 75er da beide rot, aber ignoriere ich komplett, weil auf der Abfahrt können wir uns wieder ein Stück nach vorne bringen. Aber was wir jetzt auf jeden Fall mal machen, auf der Abfahrt nehmen wir schon mal eine weiter vorne Position ein. Und Laurence Tindam ist dann jetzt leider auch rausgefallen. Schauen, wer ist sonst noch rausgefallen. Landa, der nächste Skyfahrer. Maika ist raus. Gut, aber auch nicht so gut platziert. Herada. Und dann sind wir hier auch schon an der Gruppe. Sind jetzt auch nur noch 26 Fahrer. Vorne ist auch einer rausgefallen. Mal schauen, wahrscheinlich Toni Martin. Genau, Toni Martin musste dann doch abreißen lassen. War aber auch abzusehen. So, und jetzt geht es nämlich gleich in den Ohr-Kategorieberg rein, der sicherlich noch nicht der ganz große Gradmesser des Tages sein wird. Es gibt ja noch einen Schlussanstieg, deswegen sparen wir uns auch hier weiterhin unsere Kräfte. Wasser holen müssen wir wahrscheinlich vielleicht auch im Anstieg, aber die Gruppe wird nochmal kleiner werden. So, hier geht es jetzt rein in den Berg, Baggi und Dümmler. Ich mache das jetzt gerade mal so, dass Dümmler sich um Baggi kümmert. Das ist ja durchaus immer noch unsere Trumpfkarte, Warren Baggi. Ich glaube immer noch auf Platz 6 immerhin. Ist wieder eine Fliege unterwegs in der Gesamtwertung. Dann schauen wir mal ans Ende dieser Gruppe, ob da wieder mal Fahrer Probleme haben. Bislang drehten eigentlich alle recht locker. Es sind auch noch drei Astana-Jungs hier mit, vier Astana-Jungs mit dabei. Da sehen wir selbst Cofidis mit Navarro. Louis Meintjes, der zu eine sehr gute Rundfahrt in der Realität fährt, muss man sagen. Auf Platz 10 momentan im Gesamtklassement. So, hat jetzt keiner so richtig Probleme. Das Tempo ist auch nicht besonders hoch. Da ist die Gefahr, dass von hinten nochmal einer ranfährt, sogar eher größer. Aber das ist uns jetzt auch erstmal egal. Wenn das Tempo hier nicht hoch ist, dann ist das halt so. So, machen wir mal Tour de France-Look von vorne. Hier sehen wir durchaus verschiedene Teams. Movistar, Tinkoff, Astana links für Nibali, der ja auch in guter Form ist. Chris Froome hat immer so ein bisschen seine Probleme gehabt die letzten Tage. Zumindest hier. Sehen wir jetzt auch Roman Kreuziger, der auch noch gut mit dabei ist. Tempo ist sehr niedrig. Auch die Ausreißer haben sich jetzt nochmal vorne gesplittet, wahrscheinlich Richtung Bergwertung. Da sehen wir Aru jetzt vorne mit einer Minute Vorsprung. Vor Pinot, Mollema, Toni Martin, der aber wahrscheinlich nicht mehr weit vor der unserer Gruppe ist. Genau, da kommt Valverde, der es jetzt anführt. Bedeutet, das Tempo ist höher geworden, wie man auch an den Pulswerten sieht. Da werden wir jetzt einige auch hinten Probleme haben. Da sehen wir auch schon, Moreno fällt raus. Rafael Maika hat Probleme. Auch Caruso. Das sind jetzt einige Helfer, die dort noch Probleme haben. Wir gehen mal in die Gruppe rein und schauen uns das an. Dümmler und Baggi sehen aber eigentlich noch recht fit aus. Aber dass Valverde jetzt hier schon Tempo macht, ist schon ein Anzeichen, dass Movistar sich heute was vorgenommen hat. Da haben einige jetzt Probleme. Wenn wir mal ans Ende der Gruppe schauen. Wilco Keldermann. Und nächste Fahrer Landa. Gut, der war schon mal rausgefallen. Jetzt müsste Laurence Tindam sich selber mal Wasser holen. Wir holen gleich in der Abfahrt Wasser. Ich will mich jetzt hier nicht ans Ende der Gruppe zurückfallen lassen. Dann lassen wir Dümmler nämlich gleich Wasser holen in der Abfahrt. Sehr gut, dass wir natürlich eine Tagesform plus 3 haben. Das bringt nochmal viel. So, Valverde wird sich die Bergpunkte holen, obwohl Quintana inzwischen das Bergtrikot hat. Aber natürlich nur vertretungsweise für Chris Froome. Da sind wir auch sehr gut mit rübergekommen. Da hat sich jetzt eine Lücke aufgetan, die wir aber natürlich persönlich nicht zufahren werden. Es sind nur vier Fahrer, die sich wahrscheinlich sonst zu Tode fahren werden. Es gibt hier viele noch in der Gruppe, die auch ähnliche Interessen haben und auch noch gute Helfer dabei. So, Dümmler natürlich jetzt genau in dem kleinen Gegenstück.
Ja, wir sind ja dabei. So, wer ist vorne? Quintana, Froome, Contador, Valverde. Natürlich schon vier Top-Fahrer. Aber Van Garderen fährt jetzt selber hinterher. So, dann haben wir auch nämlich auch Wasser geholt. Und jetzt sollte es dann auch nochmal eine Abfahrt geben, wo wir uns ausruhen können. Das sind 45 Sekunden. Kann man allerdings vorstellen, dass die da vorne jetzt zu viel Kräfte auch lassen. Wir sind 16 Fahrer hier in der Gruppe. Da kann man sich ein bisschen verstecken. Das können die vorne nicht, wenn sie nur zu viert unterwegs sind. Und es sind noch 35 Kilometer bis ins Ziel und 10 Kilometer Schlussanstieg. Also wenn sie schlau sind, lassen sie sich eigentlich wieder in die Gruppe zurückfallen. Das ist jetzt Astana, die das Tempo nochmal hochgebracht haben. Aber so richtig entscheidet sich hier keiner für die Nachführarbeit. Es variiert jetzt immer so rund um die 40 Sekunden zum gelben Trikot. Wie gesagt, ich mache nichts mit Dumoulin, das wäre Schwachsinn. Die grünen Balken sind auch unterirdisch inzwischen. Aber das wird bei allen anderen Fahrern auch so sein. Astana mit vier Mann, die müssen hier eigentlich die Nachführarbeit machen. Ja. Das funktioniert eher so suboptimal. Das ist doch Blödsinn. Was macht ihr denn die ganze Zeit? Da macht einer Tempo und dann nimmt er sofort wieder raus. Das ist doch kompletter Nonsens, was hier gerade passiert. Dann soll einer doch konstant Tempo machen oder ihr fahrt vorne im belgischen Kreisel oder so ein Scheiß. Aber doch nicht sowas. So, die Jungs sind eh alle vor uns im Gesamtklassement. Wir wollen ja eher covern unsere Position. Von daher sparen wir unsere Kräfte. Wir haben alle Konkurrenten bei uns. Und die da vorne, wie gesagt, ich halte das nicht für so clever jetzt hier zwischen den Bergen bestimmt 20, 25 Kilometer auf nicht leichtem Terrain alleine zu fahren. Und jetzt haben sie es auch aufgegeben. Nee, haben sie nicht. Angetäuscht und wieder weg. Und jetzt haben sie es wieder aufgegeben. Und jetzt sind sie auch wieder in der Gruppe. So. Dann geht es jetzt gleich nochmal steil bergab. Ich würde sagen, wir holen uns vielleicht nochmal ein Wasser. Einfach nur so, damit es auch für den Schlussanstieg reicht. Nicht, dass das wieder knapp wird. Das sind 20 Fahrer, da sollte er auch relativ schnell wieder vorne sein. Genau, und dann zack, wieder vor zu Warren Barguil. Und dann sind es jetzt 12 Kilometer noch bis ins Ziel. Wir sind immer noch in der Abfahrt. Wasser haben wir voll. So, wir schauen uns mal die Rennsituation an. Bauke Mollema aus der Ausreißergruppe immer noch vorne mit dabei. Pinot und dann Aru, der 12 Minuten 57 Rückstand hat und hier einen ordentlichen Parforce-Ritt hinlegt. So, 10 Kilometer. Hier fährt jetzt keiner so richtig schnell. Ich würde trotzdem erstmal die Füße stillhalten. Weil der Anstieg ist unten sehr steil und auch in den letzten Metern nochmal. Also muss man sich dort auch nochmal ein bisschen Energie aufheben. Tempo ist jetzt ohnehin nicht gerade niedrig, weil Nibali das Tempo macht. Was ich nicht so ganz verstehen kann, weil Aru ja vorne weg ist. Aber es geht hier natürlich um die Gesamtwertung, vorne um den Etappensieg. So, Chris Froome sieht auch nicht so super aus. Ich glaube, es heißt, die Devise ist eher hier dranbleiben, als tatsächlich selbst was machen. Vorne ist jetzt Contador, der das Tempo im Sitzen erhöht, was ja nicht so richtig sein Fahrstil ist. Noch 7,5 Kilometer. Und da hat sich jetzt eine kleine Lücke gebildet. Bauke Mollema. Wie gesagt, die Jungs da vorne können wir nicht schlagen. Wir sind jetzt im etwas flacheren Teil. Da vorne sehen wir die 5-Kilometer-Marke. Ich verteile jetzt mal Energiegele. Für die anderen hinten ist das, glaube ich, erstmal ziemlich wurscht. So, wir lassen Chris Froome die Nachführarbeit machen. Wir sind jetzt hier am Ende der Gruppe. 7 Fahrer sind noch dabei. Wir schauen es uns mal an. Galopin ist noch dabei. Etwas überraschend. Dann Dumoulin natürlich. Meintjes ist noch am Start, der allerdings auch in der Gesamtwertung keine Rolle spielt. Nibali, Van Garderen, der knapp hinter uns ist, auf Platz 7. Van Garderen. Also Van Garderen ist knapp hinter uns. Nibali ist natürlich vor uns. Froome in Führung, allerdings erkämpft. Quintana 2,25 zurück. Contador nur 1,27, hat momentan 43 Sekunden Vorsprung.
Und Valverde ist ja auch nicht ganz schlecht. Wobei 4,29 ist auch schon ein bisschen was verloren. So, wie gesagt, wir lassen Froome jetzt hier fahren. Er muss quasi die Nachführarbeit machen. Galopin und Maintes haben jetzt Probleme. Und jetzt nimmt Froome raus. Das verstehe ich nicht so ganz. Es ist sein Ding, jetzt die Nachführarbeit zu machen. Wir sparen uns unsere Energie. Wir müssen schauen, dass wir überhaupt bis oben hin mit dranbleiben. Jetzt ist das Tempo extrem hoch. Dimona ist auch gleich platt. So, jetzt müssen wir... Oh, Froome ist platt. Froome war eben platt, wenn wir jetzt... Es wird nochmal steil, wie gesagt. Wir sind gar nicht so schlecht dabei. Da ist der Nächste, der platt ist. Aru ist durch, Contador ist durch. Wir haben uns die Energie recht gut eingeteilt. Es geht, wie gesagt, nochmal steil hinten raus. Auf Baggy, zieh es durch. Contador gewinnt, aber wir sind richtig gut dabei. Richtig gut. Soll ich nochmal sprinten auf den letzten Metern? Ich weiß nicht, ob das so clever ist. So, komm schon, zieh, mein Freund. Aber dann kommen wir auf jeden Fall mit Quintana und mit Nibali an und nehmen tatsächlich Froome auch Zeit ab. Wir werden auf Platz 4 einfahren. Ja, komm, also die Mega-Ultra, das ist ja unglaublich. Valverde kommt hier, haben wir geschlagen, Froome geschlagen von Garderen. Aru und Dumoulin kommt hier auch noch mit. Also, super Leistung. Natürlich eine gute Tagesform. Alle verliebt mit einer sehr guten Leistung. Galopin kommt, Costa, Roland, Richie Porte bricht heute komplett ein. Da haben wir echt unsere Platzierung nochmal deutlich manifestiert. Maintiers, Vogelsang, natürlich nur Helfer, die jetzt hier dabei sind. Pozzo Vivo für AG Désert. Bauke Mollema aus der Ausreißergruppe natürlich rausgefallen. Und dann ist Aru wirklich kurz vorm Ziel eingefahren worden. Pino, Navarro, Toni Martin haben wir hier, alle sind platt. Da ist keiner dabei, der noch locker tritt. Gut, hier Landa hat sich natürlich ein bisschen jetzt ausgeruht. Auch morgen gibt es nochmal eine schwere Bergetappe. Caruso, Daniel Martin, der am Anfang der Rundfahrt auch noch deutlich besser war. Keldermann, der heute aber auch viel Zeit verliert. Also, super Leistung von Warren Barguil. Genau richtig gemacht, dass wir überhaupt keine Nachführarbeit gemacht haben und uns nur dran gehängt haben. Und hinten raus sind wir dann wirklich vorbeigefahren. Kreuziger und Maika natürlich auch nur Helfer für Contador, der vielleicht das gelbe Trikot heute übernommen hat. Natürlich ein bisschen schade, dass Contador hier bei uns gewinnt, obwohl er in der Realität schon lange nicht mehr dabei ist. Moreno am Start, Herrada und dann schauen wir mal nach Laurens ten Dam, den ich da unten eben gerade schon gesehen hatte, der hier in der ersten etwas größeren Gruppe mitkommt. Wichtig, wie gesagt, für die Teamwertung. Jetzt unser dritter Mann, aber mit Baggy und Dimola waren wir ja schon recht gut am Start. Also bin ich mehr als zufrieden. Hätte ich nie gedacht, dass wir das so gut hinkriegen. Jetzt müssen wir schauen. Wichtig ist natürlich John Degenkolb. Kurvas ist in A53. John Degenkolb braucht noch... Ja, doch, das müsste eigentlich sich ausgehen. Wenn Kurvas dort jetzt rausfällt, ist nicht ganz so schlimm. So, nehmen wir nochmal das schöne Ambiente hier mit. Degenkolb kommt rein. 57 Minuten ist anscheinend der Schluss, wo man... da sein müsste und da haben Sinkeldamm und Kurvas jetzt tatsächlich auch Probleme. Ich glaube, dass, nee, das werden wir beide Fahrer verlieren. Ist aber nicht so schlimm, sind nur Helfer. Sinkeldamm war eigentlich für den Sprint gedacht, obwohl wir da Dumoulin dann meistens genommen haben. Also da werden einige Fahrer heute leider den letzten Tag der Tour de France erlebt haben. Jetzt geht's wieder zurück in die Zukunft. Da sehen wir Contador und links den sensationellen Warren Barguil. Wirklich eine richtig starke Leistung. Und ich dachte, wir müssen Schadensbegrenzung betreiben. Dabei haben wir echt nochmal Zeit gut gemacht auf einige der Konkurrenten. Gut, Contador war eh kein Konkurrent mehr. Der ist eine Gefahr für Chris Froome. Aber wir haben sogar Chris Froome abgehängt. 44 Sekunden, da haben wir fast 50 Sekunden gut gemacht auf Chris Froome. Van Garderen, Aru, Dumoulin auch mit 1,32 gewertet worden. Und dahinter war schon eine große Lücke. Jetzt bin ich mal gespannt in der Gesamtwertung. Da ist Warren Barguil. Wir sind auf Platz 6 geblieben, weil natürlich die Konkurrenten um uns herum nicht so richtig viel Zeit verloren haben. Alejandro Valverde haben wir ein bisschen abgehängt von Garderen. Aber Tom Dumoulin ist nochmal auf Platz 8 gesprungen und ist relativ sicher jetzt sogar auf dem Platz mit 2 Minuten Vorsprung. Sauber, sauber in der
Bergwertungen sind wir weiterhin nicht vertreten. Das nehme ich ja immer sehr persönlich. Ich mag dieses Trikot eigentlich sehr gerne. So, Punktewertung, John Degenkolb, der ja auch rechtzeitig ins Ziel gekommen ist. Juan Bagi 18 Minuten jetzt auf Keldermann Vorsprung. Da sieht man mal, wie gut der Tag heute war. Und da haben wir noch 31 Minuten Vorsprung, wieder ein bisschen was verloren. Der Parforce-Ritt von Simon Geschke auf der einen Etappe, wo er 40 Minuten oder nee, ich glaube 33 waren es dann im Endeffekt Vorsprung hatte. Der hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Ja, und dann schauen wir uns mal quasi die in Anführungszeichen letzte Etappe der Tour de France an. Da geht es von Megève nach Morzine. Kennt man auch Morzine, schon häufiger mal Tour de France Etappenziel gewesen. Weiß gar nicht, war das nicht sogar Morzine die Etappe, wo Linus Gerdemann ins gelbe Trikot gefahren ist? Müsste ich googeln, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wurscht, auf jeden Fall nochmal zwei Berge der ersten Kategorie, einmal die Ohr-Kategorie. Und dann hoffen wir natürlich wieder auf eine gute Tagesform. Das müsste eigentlich ganz gut sein. Wir sehen Juan Bagi generell meistens mit der Plus 2, weil er einfach in der Gesamtwertung gut platziert ist. Das sehen wir hier. Eigenschaft Regeneration, Lieblingsrennen und hervorragende Leistung in der Gesamtwertung. Bei Dümoulin ist es die Eigenschaft Regeneration, die ihm dort häufig mal eine gute Tagesform bringt. Simon Geschke scheint auch eine gute Tagesform zu haben, weil Regeneration und Lieblingsrennen. Aha. Das ist Ihnen jetzt bei der 20. Etappe eingefallen. Nee, auf jeden Fall. Dankeschön fürs Schauen. Ich glaube, die Etappe hat jetzt heute ein bisschen länger gedauert. Ich war auch, glaube ich, sehr konzentriert drin. Aber es hat sich ausgezahlt. Das war ein richtig gutes Rennen. Deswegen sage ich dann jetzt einfach mal Dankeschön fürs Schauen. Und dann sehen wir uns auf der quasi in Anführungszeichen finalen Etappe, wo es dann in die entscheidende Phase geht, in die Entscheidung geht bei der Tour de France. Contador gegen Froome. Das wird natürlich noch ein spannendes Duell werden. Wir werden es verfolgen, sicherlich nicht ganz von vorne, aber Richtung Top 5 geht ja vielleicht sogar noch was. Also, bis zur nächsten Folge.